Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück bei Expeditions, dem Mudrunner Game hier in Little Colorado. So, wir wollen jetzt unsere seismischen Messungen beginnen. Und fahren dazu mal aus dem Camp heraus, wie es die Aufgabe von uns verlangt. So, der Seismograph kommt bei geologischen Expeditionen zum Einsatz. Die Entfernung zu Zielpunkten wird oben rechts im Bildschirm angezeigt. Du bestimmst die Ausrichtung. Eine Entfernung von weniger als 150 Metern aktiviert ein Tonsignal, das bei weniger als 10 Metern schwächer wird, worauf ein Befehl zum Scan-Start erscheint. Alles klar? Zahl weniger wird, fahren wir anscheinend doch in die richtige Richtung. Mein Gott, da will man ja auch was hinfahren, da geht es ja nirgendwo anders hin. Wir sollten aber trotzdem mal auf der Karte gucken, wo wir eigentlich sind. Wo wir uns bewegen. Hier hinter in diese Richtung. Okay. Hier ist bestimmt auch Flugverbotszone, oder? Ja, genau. Nichts.
So, dann werden wir mal da runterfahren. Das ist wahrscheinlich dann der Weg, den wir nehmen sollten. Wer macht sowas eigentlich? Wer fährt mit solchen Karren in so einem Gelände rum? Nein. Ich habe keine Lust umzukippen. Hätte ich aber ein bisschen anders fahren sollen. Ich habe die Stufe nicht gesehen. Wie retten wir uns jetzt am besten? Okay. Okay, jetzt weiter darunter? Oder hier hinter? Ne, ich glaube, hier sind überall nur Felswände. Wir müssen wahrscheinlich weiter darunter. Jetzt fängt es aber hinten ein bisschen an zu piepsen. Was steht denn da? Was ist denn das Lustiges? Ich würde gerne aussteigen und da mal hinlaufen. Geht halt nicht. Lassen Sie mich nicht. Wo ist denn das jetzt, was ich angucken wollte? Das da. Sieht lustig aus, oder? Ja, man findet hier spannende Dinge. Das ist ja auch noch so ein Nebenaspekt von dem Spiel, dass man hier ein bisschen Spannung hat, was man denn so findet unterwegs. Und man findet natürlich nichts, was nicht andere absichtlich dahin gemacht haben. Nämlich die Entwickler. Man findet nichts, was durch Zufall einfach irgendwo ist, was irgendjemand vergessen hat. Sondern alles ist da, wo es jemand haben wollte. Aufpassen, dass ich nicht irgendwelche größeren Stufen runterfliege. Schon. Ich habe wieder alle Bonusziele geschafft. Das habe ich ja eigentlich nicht geschafft. Setze mehr als dreimal Stellschraube ein, habe ich nicht geschafft. Ich habe ja gar keine eingesetzt. Oder sollte es heißen, setze nicht mehr als dreimal Stellschraube ein. Dass das Fahrzeug maximal dreimal umkippen. Das haben wir einmal gerade verhindert. Und ansonsten ist gar nichts passiert. Und nimm weniger als 50 Schaden durch Reifenwechsel. Verstehe ich nicht. Wenn ich die Reifen wechsle, nehme ich doch eigentlich keinen Schaden, oder? Hm. Manchmal ein bisschen komisch. So. Wir müssten immer noch die eine Aufgabe finden, die hier noch offen ist. Fortschritt. Da fehlt hier noch was. Wir haben erst 91%, ich will aber 100. Wie kommen wir jetzt an die eine Aufgabe? Geht das nur im Rahmen der Expedition oder geht das dann auch durch freies Fahren? Das werden wir mal herausfinden. So, dann brauchen wir ja auch nicht weiterfahren, wenn wir fertig sind. Bleiben wir einfach mal hier stehen. Gehen wir wieder zum Hauptquartier.
So. Jetzt haben wir hier die freie Fahrt. Fühl dich frei, die Karte ohne jegliche Einschränkungen oder Auflagen zu bereisen. Wir nehmen mal mit den Canyon. Und wir nehmen mal noch mit den TUS. So. Jetzt ist wieder die Frage an Radio Erevan. Kann ich auf die Dinger zugreifen, die Bergungsanker, die Stellschrauben, was alles da noch in meinem Inventar rumliegt? Oder muss ich mich jetzt wieder neu ausrüsten? Das ist aber echt blöd, wenn man das nicht weiß. Das kostet jedes Mal ein Heidengeld. Na gut, irgendwann wissen wir es, ne? Also Kraftstoff ist ja nie ein Fehler. So. Das möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Zurück. Können wir dem hier noch so machen. Weg. Ersatzradhalterung. Dachgepäckträger. Dachgepäckträger ist natürlich was Sinnvolles. Das gefällt mir. So, Dach. Kraftstoff hin. Haben wir auch noch was anderes? Nö, Ersatzteile. Sollen wir die auch noch mitnehmen? Also meine SnowRunner-Erfahrung lehrte mich ja immer. Ja? So. Dass Kraftstoff das Allerwichtigste ist. Der Schaden war nie das große Problem. Naja, gut, weiß ich nicht. Ich habe natürlich schon auch die Garn geschrottet. Aber dann meistens so komplett, dass da irgendein Reparaturset auch nicht mehr geholfen hätte. Gut, dann fahren wir doch einfach los, ne? Irgendwas dabei? Nö. Wir setzen mal den Kotko, den setzen wir mal hier ein. Am östlichen Außenposten und den TUS setzen wir aber am Feldlager ein. So machen wir das mal. Warum stehen die jetzt beide hier? Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Na gut, wie auch immer. Wir können den Kahn natürlich auch noch schöne Anstriche verpassen und so, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Muss jetzt auch nicht sein. So, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache das jetzt mal ohne euch. Werde mal gucken, ob ich die eine Aufgabe finde. Da irre ich hier wahrscheinlich lange durch den Canyon. Das ist nicht so spannend, das zusammen zu machen. Und
Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Entweder, wenn es eine spannende Aufgabe ist, machen wir sie dann zusammen. Wenn es irgendwas Einfaches ist, dann mache ich es alleine und wir treffen uns dann auf der nächsten Karte in Arizona wieder, wo wir dann mit der Erkundung beginnen werden. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.